Hallo ihr Lieben. Ja, was haben wir denn hier? Ich habe bei Scheiding online bestellt. Und zwar kann man in Recklinghausen und in Dortmund bei Scheidings sehr günstig Sachen erwerben. Und seit neuestem gibt es auch einen Scheidings Online-Handel. Das heißt, ihr könnt Lebensmittel, Süßigkeiten, Kinderartikel, Schreibwaren und, könnt ihr online erwerben. Und ich dachte mir, ich teste mal jetzt diesen Service. Ja, liebe Grüße an Scheiding Online. Wir gucken einfach mal rein. Ich habe mir nur Kleinigkeiten geholt. Ich wollte einfach mal testen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, was es da so gibt und wie schnell der Service ist. Ich habe, soweit ich weiß, am Samstag bestellt. Wir haben heute Dienstag. Also der Versand war wirklich schnell. Ja. Dienstag direkt bezahlt mit PayPal. Denn zahlweise ist dort Überweisung und PayPal. So, wir gucken mal rein. Als erstes sehe ich den Karton voller Ringlis. Und zwar kann man dort Ware erwerben, die kurz vor Mindesthaltbarkeitsablaufdatum zum Beispiel ist. Die ist dann günstiger. Man kann auch Waren erwerben, die ganz normale Haltbarkeit haben. Aber wie hier zum Beispiel, ich zeige euch mal. Das ist eine ganze Kiste voller Ringlis. Kaum zu glauben, aber 24 Tüten Ringlis sind hier drin. Die habe ich einfach mal geholt für meinen Mann und mich zum Naschen. Weil ich mir dachte, komm, 5 Euro waren das, glaube ich. Guckt euch das an. Ja, ich gucke mal eben. Steht hier der Preis drauf? Nee. Oder? Ich gucke mal eben auf der Rechnung. So. Doch, 4,99. Die Funny Frisch. Da stehen sie. Dann habe ich noch die Funny Frisch Sticks in Ungarisch geholt, 2 Stück. Hat jeweils 1 Euro gekostet. Fand ich jetzt auch nicht teuer. Ne, also ist top. Aber guckt euch das mal an. Da haben wir was zum Naschen. Ringlis, 24 Tüten. Das ist etwas für schöne Kinoabende. Da lohnt sich das doch. Ja, wiegt auch nicht viel. Also im Versand hat es jetzt nicht unbedingt mehr gekostet. Der Versand war 5 Euro oder so, glaube ich. So, wir tun das mal zur Seite, die Chips. Und dann habe ich hier noch, wie gesagt, Cheetos. Die aus Amerika, die berühmten Cheetos. Die musste ich mal probieren im Hamburger-Style. Ich kenne die noch nicht, deshalb dachte ich mir, die müssen sein. Die werden jetzt probiert und wenn die gut schmecken, muss ich heute noch mal bestellen. Hier. Cheetos. Noch nie probiert, diese Chipsorte. Und ich bin echt mega gespannt. Da werde ich mit meinem Mann mal testen, wenn es ihm besser geht. Und dann werden wir mal bewerten. Ich bin so froh, dass Scheidings hier jetzt diesen Online-Shop hat. Weil wenn man mal Bock auf Süßigkeiten hat und von Herne aus bis Recklinghausen fahren, ist teurer, als jetzt einen Versand zu zahlen. Ne, da zahle ich lieber Versand und habe dann alles hier. So. Funny Frisch Ungarisch. Sau lecker das Zeug. Wenn ich meinem Mann gleich die ganzen Chips zeige, wird der blöd gucken. Ja? Also ich finde die Idee mit den Online-Shops so top. Gerade jetzt bei Corona-Zeiten. Ja? Gerade jetzt, wo man sich dann die Sachen liefern lassen kann, anstatt mit dem Bus, mit der Maske auf, da großartig nach Recklinghausen fahren zu müssen. Ich bin dankbar und mein Mann auch. Vielen lieben Dank für den tollen Service. Und nein, die Sachen wurden mir nicht gesponsert, die habe ich selber bezahlt. Alles meins. So, dann habe ich was wir hier zusammen im Kanal testen werden. Und zwar habe ich das hier gesehen unter Spiele, Spiele, genau. Dieses hier, ihr wisst ja, ich habe einen Hauptkanal, den Diamond Painting Kanal, ich mache Diamond Painting. Und dann habe ich dieses hier gesehen und habe mich sofort verliebt. Ich habe auch schon die Homepage von diesem Hersteller angeguckt und werde mir davon auch noch mehr besorgen. Man kann seine eigenen Fotos, Bilder, wie auch immer, pixeln und daraus ein Kunstwerk machen. Und zwar mit Stecksystem, anstatt mit Diamonds. Das wird der Hammer. Hier seht ihr schon die Anleitung auf PC, PDF und dann ausdrucken und dann kann man sich die stecken. Wenn einem Farben fehlen, einfach auf hier der Seite von dem Hersteller gehen und da gibt es dann die Farben nachzukaufen. Ich würde mich freuen, wenn Scheidings die Farben zum Nachkaufen vielleicht reinbekommen würde. Das wäre der Hammer. Oder noch ein paar Sets davon. Also,
holt die Pixel-Sets rein. Ja, wie gesagt, also da werden wir jetzt auch mal kurz reingucken. Ich tue mal den Karton nach unten. So. Gucken wir uns mal genauer an, was Scheidings mir da zu bieten hat. Ich schneide mal eben auf. Ich habe ja das Messerchen hier liegen. Hier sehen wir schon auf der Rückseite, das zeige ich euch gleich mal eben, wie das Ganze funktioniert. Und zwar wird hier schon gesagt, an den PC gehen, sich ein Bild aussuchen. Es gibt sehr viele Bilder kostenlos zum Download auf der Homepage. Dann druckt man sich die aus, schneidet sich die zurecht, steckt die auf diese kleinen Rahmen, die man dann hinterher auch zusammenstecken muss, damit es ein Bild ergibt. Es ist quasi wie Selbstpixeln mit Diamond Painting, nur halt mit Stecksystem. Selbstpixeln mit Stecksystem. Finde ich mega, muss ich auf jeden Fall testen, auch auf meinem Diamond Painting Kanal. Da werden wir noch ein bisschen was drüber hören. Oh. Ja, vielen lieben Dank für massig Chips und schnellen Service. Scheidings Online, ich verlinke euch auch den Shop hier unten und blende euch den mal eben hier ein. Wenn ihr aus Herne und Umgebung kommt oder ja, oder wer weiß woher, ist ja egal, woher ihr kommt. Es ist ja Versand. Schaut euch mal auf der Homepage um. Gönnt euch ein paar leckere Snacks oder Haushaltsartikel oder Spielsachen. Da gibt es wirklich alles, auch für Geburtstage, ganz viel, ja. Schaut euch um, habt Spaß und ja. So, hätte ich beinahe vergessen hier zu erklären. Und zwar die Cheetos. Die Cheetos haben 1,50 € gekostet. Kann man sich mal gönnen, wenn man die Sorte noch nicht kennt. Und wenn die wirklich gut schmeckt, werde ich die nochmal bestellen. Dann bestelle ich wahrscheinlich heute Abend nochmal eine Kiste voll Sachen. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wie es läuft. Ja, wenn es gut schmeckt, werde ich nochmal bestellen. Und zwar heute noch. So, die Funny Frisch Sticks Ungarisch haben 1 Euro gekostet. Davon habe ich 2 Stück geholt. Und dieses Pixel Set hat 13 Euro gekostet. Wenn man mal im Internet guckt, wie teuer so ein Set ist, das kostet um die 40, 50, 60, 70, 80 Euro. 13 Euro ist nix. Und wir gucken jetzt mal da rein. Ich bin nämlich sehr neugierig. I am so neugierig. Hätte ich nämlich beinahe vergessen, euch zu zeigen. Ich wollte schon das Video jetzt hier beenden. So, gucken wir mal hier rein. Oh, da ist aber viel drin. So, hier haben wir Tabaluga. Das ist ja mal auch cool. Da ist schon eine Vorlage mit dabei. Wenn man möchte, kann man das dann... Das ist ja mal süß. Hier haben wir Zipbeutel. Ja, wie beim Diamond Painten. Zipbeutel für die Farben. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Da haben wir den Rahmen. Ich würde sagen 30×40. Da stecken wir dann diese Platten fest. Das ist wirklich wie beim Selbstpixeln. Solche Platten. Und da steckt man dann das, legt man dann das Bild drauf und steckt die Dinge fest. Ja, ich zeige euch das mal kurz im Schnelldurchlauf. Also entweder drucken wir uns selber was aus oder aber wir nehmen hier dieses Bild, haben das dann auf der Platte drauf und stecken mit diesen Steckern, ja, in diesem Falle nehmen wir dann natürlich ein Grün und stecken das ins grüne Feld. Das ist so easy. Dann nehmen wir Blau und stecken es ins blaue Feld. Und am Ende ergibt das dann das Bild, was ihr haben möchtet. Ich möchte natürlich, ja, was anderes pixeln. Aber das werde ich mir noch überlegen. Mal schauen. Man kann natürlich auch die Dinger wieder rausnehmen und sich nochmal was anderes pixeln mit denselben Steckern. Aber man kann natürlich auch weitere Sets kaufen. Und ich bin mal gespannt. Und ich würde mir wünschen, wenn Scheidings vielleicht nochmal so Sets reinkriegt. Verschiedene Sets. Guckt mal, was ihr machen könnt. Ich würde mich riesig freuen. Ja, ich finde das super. Vor allen Dingen sind da gut viele Farben dabei. Ja, sehr, sehr schön. Sehr cool. Ja, da freue ich mich drauf. Das werde ich mit euch zusammen in einem extra Video machen. Dieses Pixeln. Und wenn ihr wissen möchtet, wo es das Ganze gibt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Viel Spaß beim Shoppen. Tobt euch aus bei scheidingsonline.de. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe das Ganze jetzt selbst finanziert, selbst gekauft. Von daher, ja, meine eigene Meinung. Und die ist bis jetzt sehr gut. Ich lasse mir jetzt mal die ganzen Chips schmecken und wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Hab euch lieb. Alles Liebe, eure Anni von Meine Testerwelt. Ja. Tschüss.